Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Ja, hier könnt ihr eine Verbene sehen, eine sehr schöne blühende Pflanze, wie ich meine. Ich möchte euch die Pflanze einmal genauer vorstellen und alles Wichtige zur Pflege sagen. Ja, ganz kurz bevor wir loslegen, nochmal schnell was in eigener Sache. Ich freue mich wirklich über jeden Zuschauer, den ich auf meinem Kanal habe. Das hat sich auch echt toll entwickelt. Wer mich unterstützen will, der kann mich gerne kostenfrei abonnieren. Das hilft mir weiter, für euch kostenfreien Content zu machen und freut mich wirklich sehr. Ich sage schon mal im Voraus Danke und jetzt geht's los. Ja, die Pflanze wird auch Eisenkraut genannt und ist eine sehr beliebte Terrassen- oder Balkonpflanze. Sie bevorzugt einen sonnigen, warmen Standort, das heißt einen Südbalkon, eine Südterrasse. Ja, da in dem Kübel eingepflanzt, da ist sie wunderbar, ja, aufgehoben. Beim Pflanzen müsst ihr allerdings etwas vorsichtig sein, und zwar was die Temperaturen angeht. Die sind extrem frostempfindlich, deshalb unbedingt die Pflanzen erst auspflanzen nach den Eisheiligen. Ich weiß, dass es die schon viel, viel früher im Handel zu kaufen gibt, aber dann erstmal noch in der Wohnung zwischenparken und dann erst nach den Eisheiligen einpflanzen bzw. auspflanzen. Ja, das wirklich Schöne an den Pflanzen ist, dass die ununterbrochen bis zum Frost im Prinzip blühen. Dafür brauchen die natürlich Pflege, zum Beispiel jede Menge Nährstoffe. Ja, einmal wöchentlich solltet ihr einen Flüssigdünger beiführen, damit eben die Pflanze ordentlich versorgt wird. Ich habe euch einen passenden Eimer unten verlinkt, und durstig ist die Pflanze auch. Ja, so eine kleine Pflanze, die kann am Tag, wenn es warm ist, ja, mal 1,5 Liter Wasser ruhig vertragen. Es ist so, das Erdreich sollte feucht gehalten bleiben. Wenn es dann ausgetrocknet ist, dann sofort gießen, aber vorsichtig, ja, nicht die feuchte Erde gießen und auch nicht zu viel gießen und dafür sorgen, dass das Wasser abfließen kann, weil sonst entsteht Staunässe, das verträgt die Pflanze gar nicht. Ja, weitere Pflegemaßnahmen sind, dass ihr verblühte Blüten ausputzen müsst. Ja, das kennt man von anderen Pflanzen, da dreht man einfach die verblühten Blüten entsprechend dann ab. Wenn die Pflanze ungefähr 10 cm hoch gewachsen ist, ja, dann lohnt es sich, die Spitzen so ein bisschen zu kappen, damit die weiterhin schön buschig bleiben und auch kompakt wachsen und schön blühen, so wie dieses Exemplar hier. Ja, wie schaut es mit der Überwinterung der Pflanze aus? Rein finanziell gesehen lohnt sich das natürlich nicht, aber es ist nachhaltiger und möglich an einem kühlen, hellen Standort. Da kann man die Pflanze ja zum Beispiel in einem Keller überwintern. Wichtig dann nicht mehr so viel zu gießen, die Erde nur noch ganz leicht feucht halten und ja, erst wieder nach den Eisheiligen die Pflanze entsprechend rausnehmen. Ja, dann kommen wir nochmal zur Vermehrung. Da kann man auch ca. 10 cm lange Stecklinge abschneiden. Das macht man am besten im Spätsommer, die dann in feuchte Erde geben. Und nach ca. ja, 5-6 Wochen sollten sich dann Wurzeln gebildet haben und ihr habt eine neue Pflanze. Ansonsten ist es auch so, dass man die Samen ab März aussehen kann. Das sind Kaltkeimer, die brauchen erstmal den Kälteprozess. Oder man überlässt die Pflanze einfach der Natur. Man belässt sie hier, ja, belässt die Blüten dran, putzt die nicht aus. Die Samen fallen in die Erde rein, bleiben den Herbst und Winter überliegen, kriegen ihren Kältereiz und dann werden sie, ja, nach den Eisheiligen dann entsprechend wachsen und es werden neue Pflanzen entstehen. Ja, leider neigt die Pflanze dazu, dass sie ab und zu mal Blattläuse bekommt. Ich habe euch unter dem Video auch mal verlinkt, wie man Blattläuse von der Pflanze aber ganz einfach wieder entfernen kann. Schnecken mögen die auch, also da müsst ihr auch so ein bisschen aufpassen. Und Mehltau entsteht manchmal, ja, wenn die zu dicht komprimiert gepflanzt sind und nicht schnell genug abtrocknen können. Dagegen einfach zur Stärkung ein bisschen mit Brennnesseljauche, die natürlich stark verdünnt ist, dann bespritzen, dann kriegt ihr das auch vorbeugend im Griff. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr zur Pflege beachten müsst. Ist gar nicht so viel. Eine schöne Pflanze, die im Prinzip pflegeleicht ist, die ich euch nur empfehlen kann. Ich hoffe, das Video war informativ. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.